Oh, oh, falsche Szene. Nein! Ja! Besser! Ja, schöner, ne? Ja, auf jeden Fall. Hallöchen, willkommen zu DKC2. Der dicke C muss wieder wackeln. Und hier ist er mit Diddy's Conquest. Wunderschönes Spiel. Unheimlich unfair an vielen Stellen, aber dafür bin ich ja da. Unfair ist mein zweiter Vorname. Maddie Unfair, Unfair Baron. Baron von und zu unfair. Und alles gemein. Ich versuche in jedem Level Ong zu holen, sage ich euch jetzt schon mal. Aber ich mache jetzt erstmal den Allmann hier an, sonst verstehe ich das nämlich nicht. Okay. Mono ist ganz gut. Das waren damals die Optionen, mehr hattest du nicht. Da konntest du nicht die Grafik einstellen, da konntest du nicht sagen, ob fremde Spieler joinen dürfen oder sowas. Da konntest du noch nicht mal einstellen, ob du farbenblind bist. Nein, du hattest einfach nur kopieren, löschen, Deutsch und Mono. Mehr brauchst du nicht. Mehr ist es einfach nicht. So, wir sind ein One-Player. Ja, ich bin hier alleine. Obwohl DKC ein wunderschönes Spiel ist, um es zu zweit zu spielen. Nichtsdestotrotz beginnen wir mit der Piratenpanik. Oh. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Die Story wird jetzt hier erklärt. Achtung, und da ist sie. Erstmal hier das Extra-Leben mitnehmen. Ich habe Donkey Kong entführt. Glaub mir, ich werde diesen affigen Typen niemals wiedersehen. Ne, ihr werdet nicht, ich werde. Hoi. Euer Lieblingsbösewicht und König aller Kremlings, Captain K. Rool. Widerlicher Typ. Absolut widerlich. Wie gesagt, Regel ist, so viel Ong wie möglich holen und ich werde viele Level mehrfach spielen müssen, weil ich keine Ahnung habe, wie das geht. So, zack. Und der Rest natürlich 100%, ne? Klar. Mit diesen Münzen kann man sich Bier kaufen in diesem Spiel. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn man mal Durst hat, kann man direkt so eine Münze ausgeben und sagen, komm, einmal 0,3 bitte. Hier wird das Spiel erklärt. Wir haben neue Moves, zum Beispiel hier so werfen. Das heißt, wir können unsere Freunde einfach dazu missbrauchen, Gegner zu treffen. Macht man so als Affe. Das sind eigentlich renitente Arschlöcher, das gehört sich so. Die sind genau so drauf. Recht. Und das Schlimmste, um die 100% zu ziehen, müssen wir die Bonusspiele nicht nur spielen, sondern auch schaffen. Ganz, ganz schlimme Nummer. Hier, das hier ist nur einfach. Da musst du einfach... Oh, oh, nee, doch nicht. Das ist überhaupt nicht einfach. Während oben ganz... ganz erbarmungslos die Zeit runterradert, musst du hier so schnell wie möglich an die Münze. Sonst wird das nichts. Sonst kommen die an und sagen, nein, Maddie, du bist zu dumm für Donkey Kong. Das geht's nicht. Einmal bitte direkt Gamepad abgeben. Fertig. Hier ist Wuchti am Start. Geiler Typ. Und mit Wuchti können wir hier die Türe einrennen. Bang. Einmal Hausfriedensbruch. Dankeschön. Mache alle Gegner fertig. Das ist mein Lieblingslevel. Normalerweise ist das recht, ja, belohnend, weil du da hingehen kannst und einfach mal schön der Ratte deinen Nashorn in den Arsch schieben kannst. Aber meistens ist es auch so, so ein bisschen gemein. Dann kommen da solche... Musstest du mit Squawks das machen oder hast diese fiese Spinne irgendwann. Die Spinne ist übrigens der absolute Abfuck und da werde ich hinterher auch nochmal drüber reden. Die DK-Münzen brauchen wir auch, weil ist halt so. Und hier haben wir einen Ong, Leute. Hier haben wir einen Ong. Ja, noch zwei extra Leben und Booms, noch ein extra Leben. Und da wird erstmal die Boombox rausgeholt. Nein, die Gitarre, noch geiler. Da muss man so selber arbeiten. Diddy kann nichts. Jetzt mal ehrlich. Dixie kann Gitarre spielen, Diddy kann einfach gar nichts. Der kann vielleicht ein bisschen rumrollen, aber dann ist auch der Drops gelutscht. Danach ist Ende. Ja, hier alle Bonus-Level zu sammeln. Ich weiß jetzt, gerade jetzt schon wieder nicht, wo das alles ist. Das heißt, ich habe zwar einen Spieleberater für das Spiel, aber ich werde ihn auch mehrfach benutzen. Aber jetzt wollen wir die Münze hier einfach finden. Und zwar so schnell wie möglich. Yo. Ich fand's schön, wie es in Tropical Freeze und Returns gelöst wurde, dass du die Bonuslevel zwar machen musst, wirklich, um 100% zu kriegen, weil da auch... Weil da auch die Puzzleteile mit dabei waren, die man holen musste. Nichtsdestotrotz hast du da immer noch ein paar geile Sachen gekriegt. Da konntest du noch sagen, geil, Bananen, geil, Bananen, geil, Bananen. Oder was auch immer da noch zu holen war. Bananen. Bier. Oder so einen schönen... Was haltet ihr mal von so einem schönen... So eine schöne Schale Pommes. Mit so einer Parmesansoße. Oi, das war ein Speedrun-Strat. Da sind wir einfach durch den Boden durch. Quasi. Nahtlos. Geil! Das ist Homizid, Alter. Weg mit den Ratten. Yeah. Hauptsache brutal.
Ich fand Donkey Kong Country 2 als Kind sehr schwierig. Und ich weiß noch, jetzt gibt es wieder so eine Nähkästchen-Geschichte. Nur für mich. Ah, der geht ja nicht ganz runter. Oh, O-N haben wir schon. Ich wollte das damals unbedingt haben. Und irgendwann hatte das so einen Gebrauchtspieleladen bei uns. Da habe ich es geholt. Für 25 Mark, weiß ich noch. Kannst du heutzutage nicht mehr von träumen, dass das Spiel so viel gekostet hat. Ich gehe nach Hause, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Habe natürlich gedacht, geil, los geht's. Und dann lege ich es in meine Super Nintendo rein. Und was passiert? Natürlich ist kaputt. Geil. Dann saß ich da, einen kleinen Maddie, richtig unglücklich. Und alle sowieso traurig. Ähnliches Spiel hatte ich bei Pokémon Blau damals. Das weiß ich noch ganz genau. Ich hatte Pokémon Blau gekauft, gehe nach Hause. Ich glaube, ich hatte meinen Gameboy vergessen. Ich hätte den ja auch theoretisch schon in die Stadt mitnehmen können. Weil bei Pokémon Blau war es so, ich habe mich selten auf ein Spiel so sehr gefreut wie auf das. Weil es auch vorher angeteased wurde und ach, das war einfach eine PR-mäßige Mannestat, die da verbrochen wurde. Und ich hatte richtig Bock auf das Spiel. Dann fahren wir los, kaufen das in der Stadt, fahren zurück. Und ich mache das auf. Und dann sehe ich, dass da keine... Normalerweise sind diese Spiele ja in so einer Plastikhülle drin. Und das war nicht. Und ich habe es angemacht und es ging einfach nicht. Das heißt, das wird schon irgendjemand zurückgegeben haben. Was natürlich dann wieder blöd ist. Das heißt, meine Mutter dann und ich wieder direkt in die Stadt gefahren. Ich habe gedacht, geil. Ja, das ist doch die Nummer. Einfach das Spiel kaufen und dann geht's nicht. Ja. Aber Kudos an meine Mutti, die dann gesagt hat, alles klar, Manny, wir gehen jetzt sofort in die Stadt und tauschen den Scheiß um. Und dann haben die auch ihren Fehler eingeräumt, alles easy. Und ich bin ja der schlauste Mensch der Welt. Hab dann natürlich meinen Gameboy mitgenommen, damit ich auf der Autofahrt nach Hause direkt loslegen kann. Und ratet mal, was passiert ist. Einige von euch kennen die Geschichte schon. Natürlich, Batterie leer. Und dann saß ich da. Ich habe einfach nur den Startbildschirm gesehen und dann hat schon gemacht. Nur das habe ich das gemacht? Weiß ich nicht. Ich laber so viel, sammle die Sterne habe ich nicht gemacht. Keine Sterne gesammelt. Ehrenlos. Ich weiß auch nicht, wie das hier am schnellsten geht. Ich glaube, wenn du hier so ein bisschen so das machst, immerhin bist du ja ein Apfel. Aber hier geht's ja auch nicht um Speedrun, hier geht's einfach nur um Sterne sammeln. Ja, nur sowas. Ja, da sehe ich mich doch. Geil. Ja, ich wollte schon sagen, habe ich nicht alle mitgenommen? Habe ich vergessen? Nein, alle da. Alles brav, alles vorhanden. Boing. Und jetzt haben wir hier natürlich die DK-Münze, die darf nicht fehlen. Bäm. Oh, noch ein extra Leber. Das war viel zu laut. Das war viel zu laut. Glaube ich. Also zumindest bei mir auf den Ohren war es viel zu laut. Egal. Ich muss noch ein paar Sachen einstellen. RIP Headphone-Users. So. Lass uns hier erstmal in dieses Bonus-Level reinknallen. Finde die Münze. Randaliere das sofort. Ja, geil. Erste. Ich wusste gar nicht, dass das in der ersten geht. Irgendwie konnte man das ausrechnen, wie viel Wahrscheinlichkeit man hat. Hey. Hallo, lieber Affe, würden Sie... Nee? Ja? 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 Ja! Jetzt bitte nicht auf dem Car landen, das wird unangenehm. Diese Kisten sind immer die besten, da kannst du einfach wieder sinnlose Gewalt behalten lassen. Und dann kriegst du die ab. Und du kriegst dann sogar noch was dafür. Und das ist auch so ein Grund, warum viele Leute Videospiele spielen. Gewalt. Nimm mal den Tatsachen ins Auge, es ist wahr. Oftmals denkt man sich, geil, kannst du noch ein bisschen draufkloppen und du willst ja auch so ein responsives Spiel haben. Am besten so, ja, sowas wie Smash Brothers. Da wird ja Gewalt zelebriert. Da knallt das richtig, da gibt's die Soundeffekte, da macht das nicht einfach nur so, ja, macht das richtig boom, boom, boom. Und dann smackt das und dann gibt's auch noch riesige Fanfaren und Lichter und alles, dann hast du nicht gesehen. Und das ist mega cool. Und Gewalt wird zelebriert wie sonst nicht irgendwo. Wenn er ballern will, kann er haben. Ich baller gerne. Und das ist eine Regel, die muss man sich erstmal verinnerlichen. Gewalt ist cool.
Alles, was du so im normalen Leben nicht darfst, da kannst du auch nicht sagen, ja komm, ein bisschen Gewalt, ein bisschen Prügeln und so. So Bloodsport-mäßig oder hier Fight Club-mäßig. Einfach sagen, ja gut, wir sind gestandene Männer, wir haben Familie, wir haben einen Job, der nicht so cool ist. Wir treffen uns einfach mal so ein bisschen zur Bambule hier. Geht ja nicht. Dafür brauchst du Smash Brothers. Oder Diablo 3 oder was sonst irgendwie ein gutes, responsives Feedback hat. Von mir aus auch Donkey Kong Country. Da gehst du rein und da, wenn du deinen Gegner umklopfst, dann machen die nicht. Sondern dann machen richtig. Ah, ah. Man ist ja schon ein wenig einfach gestrickt. Das würde ich damit sagen. Was nicht heißen soll, dass es schlecht ist. Beileibe nicht. Hier haben wir die Augenschule. Da können wir Sachen lernen, wie zum Beispiel da unten die Strichmännchen malen oder unten links dieses reingefotoshoppte Buch. 9 durch 3 sind 6, 8 mal 1 sind 9. Was? 4 plus 2 sind 5. Ja gut, ihr seid Affen, ihr könnt das nicht so gut. Nichtsdestotrotz, wenn er ein Kind sieht, da kann, also ich glaube heutzutage wird die Kong-Schule gecancelt werden, kann das sein? Wenn da solche Sachen richtig an der Tafel festgehalten werden, also sowas wird es bei mir nie geben. Endgegner. Kong-Schule verlassen mit Ausrufezeichen. So aus Prinzip nicht mehr zur Schule gehen, wenn die mir nur so eine Scheiße hier beibringen. Nee, dann will ich das nicht. Übrigens, Wrinkly Kong hat's echt schlecht getroffen. Die ist ja, wenn ich das richtig sehe, hat die ja DKC 3 noch mitgemacht. Da war die so eine Zocker-Oma den ganzen Tag. Die sah so ein bisschen aus wie meine Tante Gilla. Nee, wirklich. Also nicht das Affenmäßige, aber zumindest dieses, die Jogginghose hatte die auch. Naja, anderes Thema. Und dann ist irgendwann Donkey Kong 64, ist sie direkt tot. So ist das halt. Die ist dann in Rente gegangen und danach direkt Exitus. So, mir fehlt der Fisch. Wo kriege ich den denn her? Guten Tag, ich hätte gerne einmal Ihren Fisch. Wo ist der? Ich gehe über Leichen, ich will den Fisch haben. Muss ich dafür hier rein? Hallo? Ah! Ich will keine Scholle, ich will meinen Fisch haben. Ja. Ja, ist ja gut versteckt hier. Aber ich glaube, hier ist er noch nicht mal. Nö, hier gibt es einfach nur so eine Route, wo du ein bisschen Geld sammeln kannst. Quasi ein Farmspot. Ah! Ne, hier ist der Fisch, Alter. Geil! Und dieser Charge-Angriff, der ist der Wahnsinn. Bin ich echt froh, dass sie den drin haben. Da kannst du hier richtig rein in die Olga. Finde die Münze. Oh ja, das ist wirklich Finde die Münze hier, weil das ein Labyrinth ist. Und ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. 100% in 102% ist es ja. Nicht 100%, das sind ja ein paar mehr. Muss man wissen. In DKC2 sind schon eine Herausforderung. Gerade wegen der Tierparade. Und es gibt ein Level, das unheimlich unfair ist. Dieses Level ist in der... Wie viele Welt ist das? Fünfte Welt? Also auf jeden Fall diese Geisterwelt, wo man diese Spinne spielt. Und das Level ist an sich in Ordnung. Natürlich, du wirst da beschmissen mit allem möglichen Spökenkram und dann geizen die auch nicht mit Ärger. Aber das Schlimmste daran ist, wenn du die DK-Münze haben möchtest, hast du am Ende des Levels sehr kurz Gelegenheit dazu, indem du dich auf das Level-Exit schießen lässt. Und ich glaube, du hast insgesamt 8 Frames, die du treffen musst. Das heißt, im Endeffekt ist das so, dass Nintendo, oder Rare in diesem Fall, von dir einen Jump haben wollte. Obwohl der Jump ist ein Frame, den du treffen musst, das haben wir schon mehrfach geschafft. Nichtsdestotrotz, ein bisschen frech ist es. Hey! Na, Sportsfreund, alles senkrecht? Jetzt haben wir G. Ja, geil, ich habe mich gar nicht darum gekümmert, die anderen Buchstaben zu finden. Ich weiß auch gar nicht, wo die sein sollen. Oh, ja, das heißt, wir machen die Runde hier nochmal. Wir wollen ja auch was sehen für unser Geld hier. Ja, es fehlt ja an allen Ecken und Enden. Mir fehlt ja auch noch ein Bonuslevel. Ich habe den Fisch nur einmal gesehen. Ja, irgendwo. Manchmal hat man das Gefühl, ich fühle mich gerade wie in diesem Spiel immer so wie, kennt ihr das, wenn ihr auf der Autobahn relativ lange unterwegs sind, seid und auf einmal kommt da ein Schild hier nicht mehr 50 und du denkst dir, what? Wann war denn hier, und denn hier nicht mehr 80, genau. Du denkst dir, what? Wann war denn hier 80? Hab ich wohl nie mitgekriegt. Und so ist es in diesem Level hier an jeder Ecke.
Ja, das ist natürlich ehrenlos. Da müssen wir einmal raus. Kam mitnehmen. Gar nicht gut. Geht schon wieder so los. Genau so soll es ja nicht sein. Ich finde übrigens, und das muss ich ganz kurz mal anmerken, ich finde, dass Donkey Kong Country ein sehr gutes Interface hat. Und jetzt werdet ihr sagen, wieso, Maddie, Donkey Kong Country hat kein Interface. Und ich sage, ja, das stimmt. Andere Spiele haben es übrigens auch versucht, kein Interface zu haben. Dazu zählt zum Beispiel Gone. Ja, Gone ist das Einzige, das mir einfällt. Ich glaube, Titan Souls hat auch keins. Aber ich bin mir da gerade nicht sicher. Dafür muss das Spiel so selbsterklärend sein, dass du gar kein Interface brauchst. Und das finde ich cool. Du hast einfach zwei Affen, das reicht. Mehr Erklärung gibt's nicht. Wenn der eine Affe kaputt ist, hast du noch den anderen. Wenn du keinen Affen mehr hast, hast du selber verloren. Das ist das Spiel. Und wie gesagt, mehr Erklärung brauchst du nicht. Da ist ein N. O-N. O-N. Ich habe ja immer mit mir selber gehadert, ob ich den Ong-Run, also Return of the Ong-Run nenne ich es einfach mal, beim nächsten Fugi und Friends Stream einfach sage, pass auf, DKC2 ist angesagt. DKC2. Und nicht mehr 1, 1 hatten wir schon, jetzt kommt die Nummer 2. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo das G war. War das G da oben? Oder war das hier? Ey, ich bin so blöde. Jetzt habe ich vergessen, wo das G ist. Naja. An Leben kann es uns hier nicht mangeln. Wirklich nicht. Die haben wir wie Sand am Meer. Das ist für mich Müll im Ozean hier. Aber wir müssen es schaffen. Freunde, das ist hier nicht Kinkerlitzchen Party. Wir müssen das Ong holen. Und dafür nehmen wir uns gerne mal die Zeit. Ist für euch wahrscheinlich auch mal eine Erfahrung, da reinzugucken, wie ich sowas lerne. Weil bei DKC1 war es ja so, dass ich das wusste, wo alles ist. Und hier muss ich wirklich mal aufpassen, weil ihr werdet sehen, wie schnell ich sowas vergesse. Gerade wenn man sich dabei so nett unterhält, wie wir das hier gerade tun. Weil ich zum Beispiel jetzt wieder vergessen wurde, wo ist. Ja, das war hier unten. Ich finde aber, gerade wenn man das... Ja, wahrscheinlich noch viel, viel mehr, wenn du das K noch mitsammelst. Aber das K ist meistens so positioniert, dass du gar nicht dran vorbeikommst. Aber die anderen Buchstaben sind dann so schwierig. Du lernst das Level jetzt erstmal komplett zu schätzen. Du weißt dann, wo alles ist. Und du hast dann alles gefunden. Es ist so ein bisschen wie die Yoshi-Coins bei Super Mario World sammeln. Und wenn du dann auch nicht so kernblöd bist, wie ich das bin. Und dir auch mal merkst, wo das war. Ich glaube, das war hier oben, oder? Ja. Da. Ong. Ganz unangenehm wird es natürlich bei den Leveln, bei denen man hier am Ende erst das Ong kriegt. Wenn man hier sich auf diese Plattform schießen lässt, das wird nochmal unangenehm. Ganz am Ende. Aber es ist wie bei so einer Bierflasche. Unten wird es eklig. Ist meistens so. So ein schöner Uwe, nicht geil. Okay. Das waren jetzt die ersten 1, 2, 3, 4 Level. Ja, und wir haben nur 20 Minuten dafür gebraucht. Hui, da ist ja eine riesige Fahrt, die noch auf uns wartet. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen rauf. Wenn euch das Video nicht gefallen hat und ihr gerade mir an die Tonne pinkeln wollt, sagt einfach, Maddie, du bist kacke. Ich möchte, dass in deinem Dashboard auftaucht, dass du blöd bist. Dann gebt gerne mal einen Daumen runter. Sagt einfach mal, nicht geil. Maddie, dein neues Audio-Setup ist scheiße. Schreib einfach rein. Mach einfach einen Daumen runter. Ist nicht. Wollen wir nicht. Ich fand dieses 3-Euro-Hammer-Headset, was gerauscht hat wie so ein D-Zug, fand ich viel, viel besser. Du hast dich da so anders angehört. Es ist so merkwürdig. Ich kann mich gar nicht an diese neue Sache gewöhnen, ja.